Sticker Time from the Sticker King. Oh, dieser Sticker ist nicht irgendwoher. Der ist vom Sticker King. Den präsentieren wir euch jetzt. Sticker. Okay, welcome to this. Welcome also. We have the good price in the shop. Yeah. If you want and there is it for souvenir beer and anything else, we have in the good shop. Yeah. With my friend Sebastian. Sebastian. Please visit the king of the stickers here in Merzouga. Yeah, close to Merzouga. In Sahara. I will put it in the description. I will put a needle where you can find it. You can have all the stickers from the king of the stickers. A good one and very good one. Yeah! Intro, intro, intro. Intro, intro, intro. Intro, intro, intro. Ach Mai, was ist schön. Mai, was ist... Also... Okay, Leute, ein Tag später, nein, zwei Tage später. Gestern haben wir wieder ein bisschen Maintenance betrieben, haben Wades Motorrad repariert. Oder Wade hat sein Motorrad repariert. Ich habe meine Toolbox repariert und heute, einen Tag später, machen wir das gleiche nochmal um die Dünen. Aber zum einen, dieses Mal im Uhrzeigersinn, uhu. Und wir werden heute versuchen, keinen Millimeter Straße zu berühren, sondern nur Piste. Das ist die Idee. Da vorne sind Dünen, da sind die Kamele und wir fahren jetzt einmal so rum. Das sind anscheinend 90 Kilometer. Senor, just go there. Can I follow you? Oh ja. Eigentlich wollten wir nicht nochmal fahren, weil wir waren schon froh, dass das alles so gut funktioniert hat beim letzten Mal. Aber gestern haben wir uns ein, zwei Videoausschnitte angeschaut von den Sachen, die wir so veranstaltet haben und haben uns gegenseitig angelacht und gesagt, ja okay, wir müssen, wenn wir hier sind, wir müssen nochmal, alles andere wäre Wahnsinn. Und ja, somit ist es soweit. Heute fahren wir rechts, linksdünig fahren wir heute, nicht rechtsdünig. Ist das richtig? No. This is, I think this is straight to desert. We have to go a bit more there. That is straight to desert. This is straight to desert. We have to go more there, right? Did you hear my horn? Yes. I ignored it. I know that. Bar hinten und 1,1 Bar vorne. So sagt das Internet. Und wir fahren jetzt hier rechts vielleicht. Wir suchen noch den Weg hinter die Dünen, denn an den Seiten, an den Flanken ist sehr viel von so kleinen Ortschaften. Und das ist quasi hier, wo dann die Touristen hingeschippert werden und dann können sie sich die originalen Berber anschauen. Aha, aha. Und wir fahren What do you think? This looks very sandy, right? Yes, straight to desert. This looks straight to desert, yes. Maybe this way and then around? Yeah, left and then go left, follow it and then the first road right, so wir nehmen jetzt Anlauf, denn hier sind wir letztes Mal schon durchgefahren, das wird jetzt eine knackige Passage und wir werden jetzt schön mit Speed reinfahren. Okay, ich warte mal ein bisschen auf Wade. Wir fahren jetzt hier einmal, ich glaube, wir fahren jetzt einmal hier so straight durch. Ich erinnere mich nicht mehr 100%, aber jetzt geht's richtig ab. Frieda, bist du bereit? Of course. Senior ist auch bereit? Okay. Direkt. Oh, sehr hohe Passage, sehr schön. Aha.
wir das. Wieder. Oh, zu. Ja. Oh yeah. Ah, let off. Wallride. Oh, noch ein Wallride. Wow. Wow. Oh. Okay, ich steck fest. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Okay. Frieda, stehst du hier? I love it. Too much raw ride. I love it. Da, Frieda. Ist gut da oben, ne? Ah. Ah. Wenn man zu viel will. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir dich da jetzt raus. Ja. I don't know. Maybe, huh? Das ist natürlich relativ blöd jetzt. Vielleicht steige ich ab. Okay. Da wollte er direkt zu viel hier. Wie haben die das gemacht? So. Das war aus, das war der Gang. Den Knien, Frieda. Das könnte jetzt hier funktionieren. Sehr gut. Also nichts gewesen wäre. Okay, weiter geht's. Okay, Autospeed, Frieda. Mal schauen. So, ist er links oder rechts gefahren, der Wade? Vielleicht links. Da vorne ist er doch. Sehr gut. Yeah! Und da ist der nächste Dino. Yeah! Oh. Ah. I love it. This is the road. We found the road. Woo! I didn't mean to leave you back there. No, it's okay. It's okay. You couldn't stop. I couldn't stop too much. You couldn't stop. It's a hard balance, señor. Yeah. Okay, Leute. Nächste Sektion. Raus aus dem Tief. Steht jetzt hier schön im Tiefen. So, jetzt raus. Hoffentlich. Schon. Power.
critical, there's a car. Oh, oh. Okay, nothing happened. Scheiß Autos. Das macht Spaß. Okay. Komm schon, Frieda. Eins, zwei, drei. Short break. Short break. Hart ballern, hey. Woo. All the desert, senor. Woo. All the desert. Jetzt eine Drohne, huh? Now drone. Are you ready? Yes, I'm ready. Maybe here? Oh, maybe here. Da liegt der Kollege. Da helfen wir ihm doch mal auf. Ah, oh, Leute. What a fun. Huh. Teil 2 der Triumph-Saga in der Wüste. Eine weitere Info für euch, wenn euch mal eure Triumph in der Wüste oder im harten Sand stürzen sollte und nicht mehr angeht, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt, macht den Sicherungskasten auf an der Seite, das macht er jetzt gerade, einmal alles disconnecten, wieder connecten und sie läuft wieder. Das ist das Rätsels Lösung. Viel Erfolg in der Wüste mit eurer Triumph. Hallo Scheißdreck. Ah, Gott. Nachdem ich Wade aufgeholfen habe, kam ich nicht mehr richtig aus dem Tiefsand in Fahrt. Krieg jetzt keine Geschwindigkeit drauf. Jetzt habe ich mich hier relativ lang im ersten Gang irgendwie über Wasser gehalten. Also richtig kam Frieda nicht in Fahrt. Es hat dann das Wasser ein bisschen gekocht. Zumindest habe ich die Anzeige bekommen, dass Wasser heiß ist. Jetzt wieder okay, aber das ist. Das sieht nicht so aus. Aber das ist einfach alles knöcheltiefer Sand. Und der ist sehr weich. Oh, Frieda, Mann, ey. Ich komme da hoch, ey. Sieht als kein Aufschwung. Okay, komm. Wir versuchen es mal zusammen. Ich funktioniert ja so. Ich hoffe, an der Seite
jetzt ein bisschen an die Seite gefahren von dieser sehr breiten Piste. Ah, Benzin haben wir aber gut. Fuck. Da ist es hoffentlich ein bisschen weniger. Ah, es brennt. Ah, Scheiße. Es brennt. Scheiß undichter Tank, ey. Kacke. Okay. Sandig? Bisschen das Auge auswaschen. Ja, jetzt schon wieder besser. Okay. Scheiß Sand. Scheiß Benzin, scheiß Acer bis Kack Tank, ey. Okay. Dann geht's jetzt nochmal los. Frieda? Yes. It's you. Wir sind hier runter. Mal los. Ja. Yes. Oh ja. Yeah. Oh. Komm. Ja. Yeah. Wow. Aber bestimmt eine halbe Stunde stehen wir wieder. Komm schon. Ah, oh, krieg den Grip. Ja, da ist sie. Oh, Senor! Hello. Oh, fuck! What happened? Frida doesn't get the speed. Just first gear and don't float on the sand. Did you fall at all? No. Ah, yes, I fall once. But, yeah. I couldn't. And I fucking gas in my fucking eyes. Okay, stop. Das ist übrigens Algerien. Wir sind quasi in Sichtweite zu Algerien. Interessant, interessant. Boah, wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren mal hier ein bisschen was entspanntere Piste. Das war gerade so asozial gewesen, hey. Bisschen mal fahren. Oh, ich glaube, ich bin vorhin übrigens ein, zwei Mal gesprungen. Ha! Ziemlich geil, in der Wüste über Sandhügel springen. Glaube ich zumindest. Haha, und hier lang. Leute, ich sag's euch, ey, das waren gerade noch mal ein paar gute Dinger gewesen. Aber jetzt sind wir einmal die Sanddünen hier, aber einmal umrundet. Jetzt folgen wir unserem Plan und heute keinen Millimeter Straße zu berühren, also geteerte Straße. Somit fahren wir hier etwas außen lang und nicht auf der Straße. Und ihr seht es mal hier auf dem Boden. Ich halte mal die Kamera so ein bisschen auf dem Boden. Ich richte sie auf dem Boden. Kreuz und quer gehen hier die Reifenspuren. Das heißt, du kannst hier machen, was du willst. Das ist schon ziemlich cool. Sehr coole Erfahrung. Und ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwann wieder hierher zurückzukommen und dann vielleicht nicht mit Frieda das zu tun. Also ich bin begeistert, wie Frieda sich hier geschlagen hat. Aber so eine schön saftige 450er KTM oder sowas, so eine Vollcross hier mit richtigen Reifen, mit so richtig krassen Reifen. Oh, das ist dann wirklich wie Fliegen und Skifahren und Rakete in einem. Nichtsdestotrotz, es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich oder wir hier, zu viert tendenziell, hierher gekommen sind und uns zwei Tage das Ding gegeben haben. Einmal gegen den Uhrzeigersinn, einmal mit dem Uhrzeigersinn hier die Wüste umrundet haben. Und ich würde fast schon sagen, dass wir jetzt absolut und definitiv
uns irgendwas Leckeres zu essen reinballern werden. Leute, richtig, richtig, richtig geil. Fuck yeah, wie man so schön sagen würde. Leckst du mir am Arsch. Das ist der Knaller. Jeder Schweißtropfen was wert. War sein Spaß. Alter, hat er geschafft, Bestandsaufnahme. Eigentlich sehr gut wieder alles, bin begeistert. Also das hat gehalten. Ja, die Konstruktion. Meine PET-Flaschenkonstruktion. Das Windschutz hat sich ein bisschen verzogen. Und hier mein... Ah, der Griff ist locker. Aber läuft. Harissa Sauce. Oh, the Harissa Sauce. Harissa. Harissa. Oh, yeah. Jetzt geht's los, Leute.